Moin Moin und damit willkommen zu einer Ankündigung. Ich habe jetzt hier ein paar Punkte auf meiner Liste. Zum einen, Brindigian ist ja aktuell abwesend, wie euch aufgefallen ist, und zwar jetzt 2 Wochen hintereinander. Dann die eine Woche hat er sich dann nach der Pause verabschiedet, weil er Kopfschmerzen hatte. Keine Sorge, der kommt wieder. Jetzt demnächst steht aber auch noch bei ihm ein Urlaub an. Also nicht wundern, wenn er dann demnächst 4 Termine oder so nicht da ist. Ich hoffe, dass er in der 43 wieder dabei ist, aber die fortfolgenden Abenteuer ist er dann erstmal im Urlaub, aber er kommt wieder, keine Bange. Zumindest gehe ich davon aus. Dann Scuffy bzw. Wascher bzw. Fiona hat jetzt aktuell aufgrund von Arbeit, ja, das hat sich so ergeben, dass sie demnächst bei uns aussteigen wird und dann fährt sie demnächst auch noch ins Ausland, so dass sie erst einmal sagt, sie wird ihre ja, die Spielrunde pausieren und sie kommt dann wieder, wenn sie aus dem Ausland wieder da ist. Wie lange das dauert, weiß sie bis zum aktuellen Zeitpunkt immer noch nicht, aber das ist auch eine ganz frische Information. Da wird sich dann, ja, sie bleibt uns erhalten, sie kommt wieder und ja, dann schauen wir einfach mal, wann das so ist. Aber ja, wir haben jetzt Predigian, der im Urlaub ist. Wir haben Scuffy, die dann demnächst aussteigt. Also da bitte nicht wundern. Aber wir haben ja mit Luciferus bzw. Romilly einen Neuzugang und die bringt gerade recht frischen Wind ins Forum, was ich hier richtig cool finde. So, dann Splittermond. Es wird demnächst Splittermond geben bei mir. Und zwar sollte das sein, ich muss gerade mal in den Kalender gucken. Und dann nehme ich euch auch mit. Ich werde das jetzt hier einblenden. Am 17. und 18. November wird es bei mir Splittermond geben, beziehungsweise bei Olsberg, den kennt ihr schon aus dem Livestream, als wir über das Thema Spielleiten gesprochen haben. Olsberg wird für uns Splittermond leiten und da kann sich dann jeder drauf bewerben, der Lust hat. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich einen halben Spieler, also vielleicht spielt Scuffy mit, wenn sie dann noch Zeit hat, aber ansonsten fehlen uns dann noch Spieler. Das heißt, wenn ihr Lust auf Splittermond habt, was es dann bei mir später auch auf dem Kanal geben wird, wenn die Aufnahmen so klappen, dann bewerbt euch. Ich werde das Ganze im Drachenzwinge-Forum ausschreiben, also da einfach dann die Augen aufhalten und dann könntet ihr mitmachen. Das ist nur eine Runde, die geht so ungefähr 12 Stunden, sag ich mal, also Freitag und dann Samstag. Je nachdem, wie lange wir brauchen. Also, wenn ihr da Lust zu habt, dann haltet im Drachenzwinge-Forum die Augen nach dieser Runde offen. So, dann neuer Livestream wird es demnächst auch wieder geben. Und da hatte ich überlegt, ja, die Themen könnten von euch kommen. Wenn ihr keine Themenideen habt oder keine Fragen an mich, dann würde ich einfach mal mit dem Thema Politik und Geschichte anfangen. Also weitermachen. Das wird dann der 4. Livestream und ja, Politik und Geschichte hört sich jetzt vielleicht ein bisschen langweilig an. Je nachdem, was euch da interessiert, können wir dann uns die aventurische Geschichte mal betrachten. Natürlich dann auch wie immer mit Landkarte, damit ihr das verfolgen könnt und dann auch die Grenzen abstecken, warum, was, wie passiert ist. Und danach habt ihr, wenn alles gut geht, vielleicht sogar euren Bachelor in Geschichte DSA. Da kann es dann unter Umständen auch zu Spoilern kommen. Ich vermute, das wird allerdings sehr milde gehalten, sehr milde Spoiler. Also Borberat wird besiegt und sowas. Das, ja, wer das noch nicht als Spoiler ansieht, der darf gerne kommen. Oder Filiasson macht eine Rundreise um die Welt. Also solche Spoiler sind das dann. Ich werde da jetzt nicht allzu sehr auf den großen Hintergrundplot eingehen. Aber das so als Idee. Ja, dann letzte Ankündigung. Ich habe ja demnächst die 500 Abonnenten voll. Ganz recht herzlichen Dank an alle diejenigen, die jetzt neu dabei sind. Und natürlich noch einen Dank an diejenigen, die schon so lange dabei sind. Es gibt jetzt auch ein paar Leute, die fangen jetzt noch mit Episode 1 an. Ich freue mich da natürlich immer einen Keks, wenn ihr trotz der 300x Folgen immer noch am Ball bleibt.
Und ja, da werde ich das Special nicht zu den Punkt 500 schaffen. Ich weiß auch noch nicht, was dieses 500 Abonnenten Special wird. Also da dürft ihr mir auch gerne Anregungen, Tipps und Ideen zugeben. Einfach unten in die Kommentare schreiben, wenn euch da was zu einfällt. Und ansonsten hatte ich überlegt, ein Photoshop-Tutorial für Handouts zu machen. Denn das, was ich euch hier teilweise präsentiere, ist natürlich auch mit Photoshop bearbeitet. Ich kann euch da dann mal ein paar Ideen zugeben. Die blende ich dann hier an dieser Stelle ein. Was ist das Original-Handout? Das seht ihr dann auf der linken Seite. Was habe ich dann daraus gemacht, im Laufe der Zeit? Ja, und wie ich das dann eben so ungefähr entwickle. Also wenn euch das interessiert, wie ich damit arbeite, dann könnt ihr da auch gerne mir die Zustimmung geben oder euch fällt irgendwas anderes ein. Ansonsten versuche ich natürlich auch im Laufe der weiteren Zeit, unabhängig von den 500 Abonnenten, weitere Specials rauszuhauen. Sowas wie, wer ist NPC XY? Oder ja, dann machen wir weiter mit Rezensionen, falls euch da irgendwas interessiert. Die wurden ja bisher ganz gut angenommen. Ja, und wenn euch da irgendwas interessiert, dann kann ich da mal reinschauen. Müsste ich mal schauen, ob ich mir die PDF dazu organisieren kann, aber ja, prinzipiell steht dem nichts entgegen. Ja, und ansonsten, vielleicht wird es dann auch noch demnächst bei mir Interviews geben. Schauen wir mal, ob da irgendjemand Lust zu hat, sich von mir interviewen zu lassen. Und ja, das ist so die Zukunft des Kanals. Also, wer da Anregungen hat und Tipps und Tricks und Ideen, ich nehme das gerne auf. Ich antworte euch da auch eigentlich immer ganz gerne. Das solltet ihr von mir wissen. Gut. Das war's so mit meiner Ankündigung. Die ging jetzt 7 Minuten. Damit lasse ich euch allein. Ich will das hier nicht künstlich in die Länge ziehen. Und ja, ich wünsche euch damit noch einen schönen Tag.